Jo, Mahlzeit, Freunde. Ich bin fertig mit meinem Game Room. Ein paar Beleuchtungen fehlen noch, ein kleiner Schrank fehlt noch. Ich will euch aber jetzt mal zeigen, wie es hier geworden ist. Und ja, alles Weitere nach dem Intro. So, Leute, wir starten mal. Zuallererst habe ich das Zimmer komplett weiß gestrichen. Vorher war es hellgelb. Aber wir fangen einfach mal an mit einem Fundstück, und zwar mit unserem Schatz hier mit 1,40er LCD-Fernseher. Hier habe ich dann meine PlayStation Mini angeschlossen, PlayStation 3 ist angeschlossen und natürlich die PlayStation 4. Ist von Telefunken. Ich habe mir den früher geholt, weil ganz einfach, der kann auch 3D-Filme abspielen und vielleicht würde ich mir auch mal so eine kleine 3D-Sammlung anschaffen. Dann gehen wir rüber, und zwar habe ich hier noch eine kleine Ecke frei. Da habe ich überlegt, mir noch einen kleinen Kallax-Würfel reinzustellen, damit ich noch ein bisschen mehr Stauraum habe. Hier haben wir dann das erste Fenster zum Garten hin. Und hier kommen wir dann zu meinen Kakteen. Ein bisschen grün natürlich auch in Game Room. Und hier steht auch meine Röhre drauf. Mit einmal den Super Nintendo einsatzbereit und angeschlossen, PlayStation 2 in Silber einsatzbereit und angeschlossen. Dann habe ich mir meinen He-Man und Skeletor hier in den Kallax-Würfel reingestellt. Die Pink Lady steht hier drin. Xbox 360, PlayStation 1, PlayStation 1 Classic und einmal die Wii in der GameCube-Variante. Alles angeschlossen. Also Super Nintendo, PlayStation 2 Silber, Xbox 360 und einmal die Wii, alles einsatzbereit und angeschlossen. Dann habe ich mir hier so einen kleinen Lufterfrischer hingestellt. Ab und zu habe ich Leute hier, die ein bisschen rauchen, und damit das Zimmer nicht so nach Zigarettenqualm riecht, ja, habe ich mir einen Lufterfrischer hingestellt, mit Geruch Frischwäsche. Ja, Leute, das einmal zu meiner Retro-Ecke, sage ich einfach mal. Hier steht meine Röhre. Und dieses Kallax-Regal hier würde ich gerne noch einmal in Kürze hier reinstellen, damit ich noch ein bisschen mehr Stauraum habe. Dann fangen wir oben an meinen Regalen. Die beiden selbstgemachten Yoshis, die ich von der Anja bekommen habe. Super Mario-Figuren, einmal der Toad, Luigi, Super Mario. Da oben habe ich Elfie von The Stranger Things, einmal Dixie Kong. Meine Super Mario Stofffigur OVP vom Super Nintendo. Dann einmal die OVP, leider nur die OVP. Ich habe leider den Mini noch nicht. Die OVP von den Super Nintendo Mini. Hier auch wieder ein Kaktus. Die OVP von der silbernen PlayStation. Und hier meine Favorite Bösewichte, Harlequin und der Joker. Dann hier die PlayStation Mini OVP. Michelangelo und Donatello davor. Mein Arcade-Automat und wieder ein kleiner Kaktus. Dann geht's hier los. Ich werde nicht groß auf die Spiele eingehen, weil da habe ich ein anderes Format mit vor und werde mir immer mal die Spiele nach und nach rauspicken, ein bisschen was über erzählen. Und zwar habe ich hier meine PlayStation 1 Spiele, Highlights natürlich aufgedeckt. Herkules, mein emotionaler Highlight, GTA 2, Metal Gear Solid, Hard Edge, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 2, Resident Evil 1. Hier noch ein paar Spiele dahinter. Spice World, mein Shame-Spiel, glaube ich, aber wollte ich unbedingt wieder haben. Star Wars, Rainbow Six, Theme Park. Das dann bis jetzt meine PlayStation 1-Sammlung. Dann kommen wir hier in die noch relativ kleine Nintendo-Ecke. Aber hier einmal Super Goose and Ghost in OVP, Mortal Kombat, Castlevania, Batman Returns, Street Fighter 2, Super Mario World, Super Mario Kart und einmal vom White Wolf bekommen, obwohl ich keinen NES besitze, würde aber in meiner Sammlung bleiben, Tetris für den NES. Dann kommen wir hier zur Game Boy-Ecke, einmal der Game Boy Classic, Game Boy Color, ein paar Anleitungen habe ich hier oben drauf liegen, Super Mario Land 3 für den Game Boy Advance. Hier leider das Classic Golf, ist die Ecke rausgebrochen. Habe ich vor kurzem bekommen, muss ich mal gucken, ob das noch funktioniert. Superstars 2 in OVP. Großer Wrestling-Fan. Hier haben wir dann noch ein Zelda, ein Pinball, Ghostbusters 2, Batman, Belmont's Revenge, Batman, Joker's Returns, auch hier Mortal Kombat für den Game Boy,
einmal Donkey Kong, Turtles, wieder ein Batman-Spiel, Probotector 2, Castlevania Adventure und, was habe ich hier hinten noch stehen, Hunkback, genau, das ist so ein Spiel wie Secret Island. Das ist so eine Art Jump-and-Run-Spiel. Hunchback, aber ist halt auch relativ rar, meiner Meinung nach. Da haben wir hier noch ein paar OVPs stehen. Einmal Looney Tunes, Asterix, Super Mario Land 2, leider eine Repro, Dschungelbuch 2, Tetris World, in OVP. Dann haben wir hier meine PlayStation 4-Spiele. Natürlich absolutes Highlight für mich, ganz Gran Canoli. Habe ich auch vom White Wolf gekauft. Hier das extra Cover von Guns Go und Cannoli mit der BMW 2, Flipping Dead, Assassin's Creed Syndicate, Mordor's Schatten, Batman. Seht ihr selber, Leute. R-Type, noch ein Strictly Limited Spiel, Mortal Kombat X, Mafia, Spider-Man, Injustice, The Witcher, Ni No Kuni 2 noch sealed, FIFA 20, Origins, weil ich im Moment am Spielen bin. Dann kommen wir in meine DS-Ecke. Die ist noch nicht so groß. Nintendo DS Lite, mein absoluter Favorite, weil man damit auch Game Boy Advance Spiele spielen kann. Ninja Gaiden, Alice im Wunderland, Final Fantasy, vor kurzem mit einem guten Garrett getauscht. Und dann hier meine kleine Xbox Classic und Xbox 360 Sammlung. Gears of War, Fable natürlich, Exklusivtitel für die Xbox 360, Bitboxen, einmal Hitman und Tomb Raider. Dann gehen wir wieder hoch zu meinen Wrestling-Figuren und Abonnentenbriefen. Bret Hitman Hart, Big Boss Man, Macho Man. Hier geht's dann los mit PlayStation 3 Titeln. Das ist natürlich dann schon ein bisschen mehr. Dann habe ich hier unten eine kleine DVD-Sammlung mit meinen Favorites DVDs und VHS. Band of Brothers, absolut super, super Serie. Ja, Master of the Universe, vor kurzem erst bekommen vom guten Marco. Vielen Dank nochmal dafür. Dschungelbuch und VHS natürlich, Hercules, Watchmen, Suicide Squad, Pirates of the Caribbean, alle vier Teile. Scarface von Al Pacino, S1, der alte Teil, einmal Grave. Dann geht es nach meiner DVD-Sammlung hier mit meinen PlayStation 2 Spielen weiter. Das ist so der größte Teil, den ich habe, aber wie gesagt, auf den Spielen gehe ich jetzt nicht besonders ein, das kommt nach und nach. Und zum guten Schluss haben wir dann hier noch meine Mini-Mini-MC-Hörspielkassettensammlung von Alf. Die hätte ich gerne mal komplett. Hier unten noch Werkzeug und die Pokémon-Karten, die der White Wolf mir zugeschickt hat. Da muss ich mich noch mit auseinandersetzen. Einmal das Batmobil oder Batwing. Dann haben wir hier meine Chill-Couch zum Zocken. Hier wird drauf gezockt. Ein Teppich runtergelegt, damit man im Winter keine kalten Füße bekommt. Ein Tisch. Bisschen Leselektüre zum Abschalten, Thorsten Havener, wer sich ein bisschen mit Körpersprachen auskennen will oder sich damit auseinandersetzen will, kann da gerne mal reinschauen. Ich habe mal eine Zeit lang gezaubert, daher bin ich auf Thorsten Havener gestoßen, weil ich Mentalmagie super interessant finde. Ja, und so sieht der ganze Spaß dann von hier aus. Das ist meine Zockerecke. Das Einzige, was mich noch stört, sind hier diese Kabel, die jetzt hier laufen. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Raum. Ich habe hier auf der Seite noch eine ganze Ecke frei, da kann ich auch noch einiges hinstellen, aber das ist jetzt so bis jetzt eingerichtet, mein Raum. Und das war's auch schon, Leute, von meinem Game Room. Und Pickups werden morgen und übermorgen kommen und ich habe noch ein neues Format, das würde ich euch gerne vorstellen. Ja, das war's, Leute. Haut rein, euer Hometown Retro.